Hallo und herzlich willkommen zum Tageslicht für Montag, den 15. Januar. Ja, schauen wir, was haben wir heute zur Verfügung? Ja, mittlerweile ist ja der Merkur auch in den kleinen Bock gewandert. Gestern Nacht schon. Und ja, gibt es hier auch nochmal die Möglichkeit, Dinge zu klären, ja, in Stabilität miteinander zu bringen, miteinander zu planen. Und da wird etwas Handfestes draus. Ja, ja, gerade mit der starken Energie von gestern und dem Stichwort der Neubeginne, könnte das eben auch nochmal ein wichtiger Schlüssel sein. Aber schauen wir, was haben wir jetzt für Montag, ja, den Start in die Woche. Guck mal, der Reiter. Der Start in ein neues Kapitel, wundervoll, geht der Zyklus eben auch wieder von vorn los. Ne? Der Reiter eröffnet das große Lenormand-Blatt. Hier gilt es vielleicht, auch ganz gezielt Aktivitäten anzugehen, Nachrichten zu senden, zu bearbeiten, wie auch immer, und zu empfangen auch, ist eine Nachricht zu dir unterwegs, aber ist eigenes Aktivwerden gefragt, ne, zu starten. Das kann einfach jetzt in die Arbeitswoche sein, der Start in die Arbeitswoche, ne, aber eben vielleicht auch ganz gezielt mit, Entschuldigung, jetzt habe ich euch etwas durchgeschüttelt, mit bestimmten Vorhaben und Aktivitäten, ja, Neubeginne. Naja, 15.01. Vielleicht startest du eine neue Arbeit zum Beispiel, ist dir am Wochenende gerade auch jetzt mit dieser starken weiblichen Energie gestern auch Beziehungspotenzial in Gang gekommen, ne? Darf es hier losgehen oder vielleicht sogar die Schwangerschaft. Also der Reiter, der steht auch für eine jüngere Person. Kann sein, dass sich hier jetzt sein Kindchen auf den Weg macht. Sei gespannt. Ja, was haben wir dazu? Die drei der Kelche. Auch eine wundervolle Energie, Leichtigkeit, Freude. Dankbarkeit. Ne? Die drei der Kelche ist die Erntedankkarte. Dankbar sein für das, was gewesen ist, was möglich war, die Ernte, die hineingekommen ist. Ne, sie bildet den Nährstoff, den Nährboden für das, was sich weiterentwickeln möchte. Ne. Ja, und bei der Dankbarkeit ist wichtig und wesentlich, nicht nur das zu berücksichtigen, was angenehm war, ne, sondern Dankbarkeit weiß auch das zu schätzen, was vielleicht nicht so gelaufen ist, wie gedacht, wie geplant, aber kann trotzdem daraus ihre Ernte gewinnen. Ne? Alles hat eine Bereicherung. Ne? Es kommt drauf an, eben ob man es annehmen möchte, sehen möchte, sich selber zum Wohl, zur Weiterentwicklung sein lassen möchte. Ne? 3 ist die gute Chance auf Weiterentwicklung. Ne? Gute Weiterentwicklung im emotionalen Bereich, im spirituellen Asthma. Die Kelche, ne, zeigen das Spirituelle sehr an, ne, dass die eigene Haltung, Einstellung, ne, den eigenen Lebensfluss, nicht nur Spiritualität im engeren Sinne jetzt, ne, sondern im weiteren. Ne. Ja, aber auch, sie zeigen auch die Freunde an, zum Beispiel, ja, dass da gute Unterstützung zukommt, vielleicht für etwas, ne, dir jemand zur Seite springt. Gilt es darüber vielleicht auch zu kommunizieren, das anzufragen, darum zu bitten oder vielleicht kommt auch jemand auf dich zu und bittet dich per Nachricht, ne? Wie auch immer, Messenger, E-Mail, was mündlich, schriftlich, um Unterstützung. Gibt es hier Einigkeit, Leichtigkeit, vielleicht kommt auch eine Einladung hier ins Haus geflattert, ne?
in dem Sinne eine Botschaft, Einladung zu irgendeinem Fest. Ja, dann kannst du dich schon mal drauf freuen. Oder du bringst Einladung auf den Weg. Ja, Leichtigkeit kommt hier hinein. Erleichterung. Schön, schöne Energie, Freude. Ja. Ja, und natürlich auch die weitere Entwicklung in Sachen Liebe, persönlicher Liebe, Liebe im Miteinander, ja. Nicht nur in Liebesbeziehungen, partnerschaftlichen Liebesbeziehungen, sondern ja, vielleicht auch, ne, lernst du neue Freunde heute kennen. Wie auch immer. Ne? Und ja, vielleicht macht sich da ein Kind auf den Weg. Tatsächlich. Ne? Werden aus zwei Kelchen drei. Ja, schön. Kraftlied. Vernimm die Stimme deiner Seele. Ja, welche Botschaft steigt hier aus deiner Seele auf? Ne? Gerade auch für das, wo du hin möchtest, wo es dich hinzieht. Ja, wir sind im Jahr der Kraft. Ne? Darfst du mit dir selber auch in Beherrschung kommen, immer wieder gut auf dich selber hören. Ja, was darf da auch noch mal angeschaut, dankbar angenommen, aber vielleicht auch gehen gelassen werden, ne? Damit ja weitere Entwicklung auch geschehen kann. Ja, vernimm die Stimme deiner Seele. Ich wünsche dir gutes Gespür, gutes, ja, Hören. Auch das, womit dich deine Seele stärken möchte. Ja, wenn dir innerlich heute einfach auch wie Singen zumute ist, ja, dann tu es. Ja. Ja, gibt es vielleicht irgendwie einen Grund zu feiern, auch wenn es vielleicht äußerlich keinen gibt. Aber ja, der Tag einfach glücklich macht, schön ist. Das wünsche ich dir jedenfalls. Alles Liebe und bis ganz bald. Deine Tara von Tarot Rainbow.